Wir sind hier am Standort Düren, der CMC, und wir haben uns entschlossen, an diesem Warnstreik teilzunehmen, weil wir eine Zeit lang eine Sanierung hatten und Arbeitsplätze hier gefährdet waren und haben deshalb nicht gestreikt. Die Sanierung haben wir Gott sei Dank gut über die Bühne gebracht und haben jetzt gesagt, wir müssen uns den Kollegen in den anderen Betrieben hier im Kreis anschließen. Wir haben in den letzten Jahren auf sehr, sehr viel Geld verzichtet. Wir sind immer noch nicht in der Fläche drin, erst im September wieder in der Fläche angepasst. Und natürlich, wir wollen natürlich mithalten mit der Zeit. Alles wird teurer und dann sollte auch mehr Lohn rausspringen. Ich finde die Aktion, die ist meines Erachtens sehr gut gelaufen. Ich bin wirklich stolz auf unsere Mitarbeiter hier im Werk, also dass sie so rege teilgenommen haben an dieser Aktion. Hätten wir nicht erwartet nach den Jahren, die wir ausgesetzt haben. Es hat uns Mühe gekostet, ja, aber ich bin wirklich dankbar dafür, dass sie es so angenommen haben. Wir erwarten vom Arbeitgeber eigentlich eine Verhandlung auf Augenhöhe und nicht so, wie es aktuell läuft. So kann man nicht miteinander umgehen. Also ja, es ist immer ein Geben und ein Nehmen, alles klar, aber im Moment laufen die Verhandlungen nicht auf Augenhöhe und das finden wir ganz schlimm.